Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und auch da gibt es mal wieder einen Briten. Und zwar heute den Tier 7 Kreuzer Fidschi. Ja, ich bin ja dran. Ich will euch die erstmal alle so peu à peu präsentieren. Wir hatten ja schon die Belfast, die Leander, Minotaur und jetzt dann hier dieses schöne Schiff. Die Fidschi eben Tier 7. Wir fahren einfach auch nochmal einmal knapp drumrum, dass wir uns das bisschen in Gänze ansehen können. Die Torpedos ragen hier schon ein wenig hervor auf der Seite. Also ein wirklich schniekes Schiff. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was es denn auch im Gefecht so reißen kann. Und jetzt haben wir hier die ersten Gegner. Das heißt, jetzt wird es gleich spannend. Die Mahan macht hier direkt den Rauch und er hat davor wohl, den auch gleich zu nutzen. Er schießt noch nicht, weil man sieht, die Reichweite, bis er aufgeht, sind 9,8 Kilometer. Jetzt steht er da gleich drin, hat eine gegnerische Fidschi und fängt darauf an zu schießen. Und die Fuso hat er da jetzt auch noch. Da kann er jetzt richtig Gas geben, wobei er sich doch auf die Pensacola orientiert. Jetzt muss man aufpassen, dass er nicht hier rausfährt. Knapp um die 7 Sekunden dauert es, bis er wieder nachgeladen hat. Die Flugzeuge sind da auch schon fleißig über ihm. Seine Flugabwehr schießt. Hat schon die ersten zwei Flugzeuge runtergeschossen. Na, jetzt hat er da leider kein Ziel mehr offen. Also man sieht, die hohe Distanz, die liegt den britischen Kreuzern einfach aufgrund der Flugbahn nicht so wirklich. Nicht so einfach dann da immer gut zu treffen und alle Projektile ins Ziel zu bekommen. So, jetzt ist der erste Rauch von der Mahan weg, dann nimmt er einfach seinen eigenen. Auch kein Problem. Bekommt aber hier gerade eine Schelle. Gott sei Dank. Nicht so wirklich schlimm erwischt. Aber man sieht auch, er ist noch nicht so, glaube ich, zufrieden mit den Zielen, die er hier beschießen kann. Zumindest weiß er nicht so wirklich damit, was anzufangen, hat man so das Gefühl. Er macht zwar Schaden, aber das ist alles nicht so wirklich krass. Der dürfte... Klappt der? Nee. Dachte ich mir doch. Ja doch, da kamen sogar noch zwei an. Nicht schlecht. Die Königsberg, die schaut doch gar nicht so verkehrt aus, die Hits. Ja, genau. Da sieht man einfach nach wie vor, dass Kreuzer dem Schiff als Gegner deutlich besser liegen, beziehungsweise den ganzen Tech-Tree. Schlachtschiffe, nee. Aber Kreuzer, ja, da schaut es ganz anders aus. So, wieder keine Ziele. Die Nürnberg hier mit ihren eh nur noch 900 Hitpoints fängt auch dann noch an zu kuscheln. So, die König hier. Der Ermangelung Ziele halber nimmt er dann die. Oh, jetzt ist er, jetzt kein Rauch mehr. Jetzt sollte er Gas geben. Jetzt heißt es hier Motoren anschmeißen und schnell weg.
Und jetzt von vorne, da wird es jetzt mal richtig interessant. Da hat er jetzt mit der König und der Fusumwald zwei richtige Brummer vor sich und eigentlich nicht seine Gewichtsklasse, um das mal noch nett zu sagen. So, ich glaube, er will hier die Torpedos ein bisschen ins Spiel bringen. Aber da muss er jetzt aufpassen, weil da kommt jetzt die Insel. Krass auf ihn zu. So, Torpedos sind im Wasser. Oh, da kommt noch eine Minikaze, eine Kirov und eine Pensacola. Also da hat er sich jetzt mal eine richtige Aufgabe vorgenommen. Er hat seinen Rauch ready. Ich wollte gerade sagen, den sollte er jetzt mal ganz schnell nutzen. Weil sonst schaut es hier richtig unangenehm aus. Muss aber aufpassen auf die Torpedos natürlich, die hier vom Zerstörer kommen können. Seine Torpedos auf die Fuso treffen da zwei Stück. Sehr schön. Drei haben getroffen. So, die Fuso, die nimmt er damit raus. Der war wichtig. Und jetzt auf die Pensacola weiter. Nicht zu weit hinter. Das ist jetzt Action hier gegen so viele Schiffe. Da zündet er ihn sogar an, also nicht schlecht. Ein Feuerschaden oder einen Brandschaden mit den Briten. Das ist nicht so leicht. Oh ja, sehr gut. Pensacola ist raus. Hier jetzt die Torpedos wieder. Hätte auch mal die akustische Suche anmachen können, also die hydroakustische. Hätte ihm auch noch ein bisschen geholfen, aber hat auch noch so geklappt. So, König seitlich, da kann man auch mit der Schaden drauf machen, gerade auf die Distanz. Und jetzt ist er auch zerstört, sehr gut. Und da ist die Minikaze. Das ist genau sein Futter. Und auch da ist er weg. Und im Chat, da kommt gute Stimmung auf. Jetzt hier die Kirov. Da trifft er auch eine Zitadelle. Sehr schön. Auf die Distanz geht es auch. Da hat man nicht diese extreme Flugbahn, die teilweise bei den Briten ist. Noch eine Zitadelle. Es wird er da auch getroffen, aber alles in Ordnung. Noch eine Zitadelle und zerstört. Sehr schön gemacht. So, jetzt brennt er, aber kann es direkt löschen. Ja, da hat er jetzt mal richtig für Action gesorgt und hat seinen Damage mal auf über 100.000 gepusht. Die König, die hat ihn da schon erwartet. Hauptturm kritisch beschädigt. Aber sein Team liegt da ganz gut vorne. Ticketsmäßig gar kein Problem. Schiffsmäßig auch nicht. Nur der Gegner hat lediglich einen Punkt mehr. Das ist das Einzige. Aber halb so wild. Und jetzt kann er sich auch wieder reparieren. Macht es auch dementsprechend, und dass er hier wieder auf über 20.000 Hitpoints in etwa kommen wird, schätze ich mal. Oder um die 20.000. So, König achtet jetzt auch nicht mehr auf ihn. Der hat jetzt andere Probleme. Dementsprechend kann er wieder drauf. Er zündet gleich wieder den Rauch und fängt wieder dann an zu schießen. Rauch gezündet, sofort hier die Fahrt reduziert, aber in dem Fall ist es schon erledigt, weil das Schiff ist schon weg und vor ihm im Rauch. Da muss er jetzt aufpassen, weil er war offen. Ist offen. Da ist die gegnerische Fidschi. Das heißt, die hat jetzt auch noch einen deutlichen HP-Vorteil. Da trifft er wieder die Zitadelle. Und noch eine.
so jetzt genau sehr gut gemacht, dass er da jetzt ja auch die Bewegung, sagen wir mal, verändert hat. Muss nur aufpassen, dass er jetzt nicht zu seitlich an ihn ranfährt, aber das schaut alles noch gut aus. Und er zerstört sie. Das war eine schöne Aktion. Die Fidschi hat er da mal richtig fertig gemacht. Er hat dabei kaum Hitpoints verloren. Besser kann man es in dem Augenblick gegen die Fidschi nicht machen. Da hinten noch die New Mexico. Rauch hat er noch eine Ladung, ebenso wie die Heilung und die hydroakustische Suche. Also von allem kann er noch einmal loslegen. Die Reichweite ist ja 15,4 Kilometer, das heißt, auf die New Mexico würde er schon draufkommen. Aber man hat es gesehen, je weiter, desto schwieriger spielt sich das Ganze. So, er ist jetzt durchs Flugzeug offen. Dementsprechend braucht er jetzt auch nicht mehr warten irgendwie für die Reichweite, sondern jetzt Vollgas. Und da hat er jetzt die Independence. Sehr schönes Ziel. Das muss er holen. Die Independence fährt auch perfekt seitlich auf ihn zu. Naja, ich glaube, das war noch... War das ein bisschen zu weit? Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen weiter noch vorhalten. Die Bomber gehen schon auf ihn, dementsprechend... Musste da so ein bisschen den Kurs korrigieren. Und jetzt kommt er genau schön drauf. Independence bekommt da auch schon den Schaden von seinem Team. Jetzt heißt Gas geben, dass man auch noch die Damage Pinata mitnimmt. Aber das macht er ideal. Gar kein Problem. Da holt er sich den Schaden. Schießt einfach so schnell. Da hat die Independence gar keine Chance. Und mit der Salve ist er dann auch weg. Ja, perfekt. Da ist die Krake und wird freigelassen. Perfekt. So schön einfach. So, und jetzt noch die New Mexico. Aber die ist schon zerstört, bevor er da irgendwas machen kann. Und das allerletzte Schiff, was noch in der Runde... lebt und steht, ist die Königsberg. Aber in dem Fall kommt er auch nicht mehr dran. Ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Den britischen Tech Tree werde ich euch weiterhin zeigen, weil ich will ja sehen, oder ich will euch ja zeigen, was die Schiffe so können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.